Hallo und herzlich willkommen zurück zu Sims 4 mit Zeit für Freunde mit der Tanja, Candy, Yuki und dem Kind Tyler. Und unsere Tanja ist gerade, ja, weiter am Malen, 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 Malen. Ich weiß gar nicht, was malst du hier? Sieht aus wie ein Kugelfisch? Könnte sein. Oh, Tyler hat sich hier ins Bett gelegt zur Mami. Na gut, okay. Er mag anscheinend das Geräusch, dass die Mami hier malt. Warum bist du nicht in dein Bett? Hä? Warum hat er jetzt das nicht mehr beansprucht? Keine Ahnung. Na gut, bleib einfach liegen, ist alles gut. Oh, Moment. Das Bild ist fertig. Es ist ein ausgezeichnetes Bild. Ja! So, das verkaufen wir noch an den Sammler. Ach so, ich muss aber keine Meister, nee, keine ausgezeichneten. Ich soll jetzt Meisterwerke herstellen. Ach, sowas Blödes. Also weiter. Nächstes Pop-Art, kleines Pop-Art. Male Meisterwerke. Ich male jetzt wirklich absichtlich kleine, weil es gibt ja auch kleine Meisterwerke. Wir haben ja schon. Irgendwo habe ich doch mal eins gehabt. Nee, ausgezeichnet, ausgezeichnet. Gut. Oh, habe ich doch so wenige hier gehabt. Hier ist ein Meisterwerk. Das war mal eins. Das war ein realistisches Gemälde. Okay. Naja, schauen wir mal. Gucken wir mal, was sie macht. Ja, ich kann ihm momentan noch gar nicht so viel anders machen. Die anderen beiden sind momentan noch auf Arbeit. Ich sage denen mal einfach, die sollen noch fleißig arbeiten. So. Yuki und Candy. Und Tyler, der schläft eben. Oh, Moment. Was haben wir? Ein ausgezeichnetes Gemälde. Na dann, komm, verkaufen. Und nächstes. Dir geht's gut soweit. Doch, komm schon. Fünf müssen wir machen. Echt jetzt? Fünf Meisterwerke? Oha. Oh, stopp. Yuki. Yay. Yuki ist nach Hause gekommen und ist befördert worden zu Profispielerin. Wow, sie bekommt jetzt 73 Simoleons mehr pro Stunde. Das ist mal ne, ein Hammer. Ja, mehr Geld, also Wahnsinn. Das sind jetzt 194 pro Stunde. Dann bekommt sie noch einen Bonus von über 2000. Ein Poster, Revanne und die Interaktion mit Fähigkeiten prahlen. Okay. Sie muss jetzt nur noch 4 Tage arbeiten, sehe ich hier. Von 17 bis 0 Uhr. Sie ist Profispielerin. Jetzt muss ich mal direkt gucken, was für ein Level. 8. Okay. Ja, cool. So, jetzt gucke ich mir das Poster nochmal an. Das muss mir im Inventar sein. Ja, okay. Dann kriegst du das auch in dein Zimmer, oder? Müsste Platz. Ups. Was habe ich jetzt gemacht? Ich will den nicht hier wegstellen. So. Wie groß ist das? Oh ja, okay. Ja, gut. So, Yuki, wie geht es dir? Lass uns mal gucken. Ein bisschen Hunger und müde. Dann geh erstmal schlafen. Und deine Interaktion? Weiter Videospiele spielen. Okay. Na, das kriegen wir hin. Sie hat aber jetzt auch erstmal Wochenende. Cool. Na dann darfst du erstmal schlafen gehen. So, Tanja, wie weit bist du? Ah, Moment. Was machen wir denn? Ein realistisches. Komm, mal nochmal ein realistisches Gemälde. Vielleicht haben wir ja Glück. Das ist das gleiche und auch ein Meisterwerk. So, Tyler. Tyler, du könntest jetzt mal langsam aufstehen und essen. Meine kleine Nala kommt hier gerade an und sagt, ich bring dir mal wieder einen Ball. Na, Dankeschön. Sie bringt Bälle. Ja. So, Tyler, steh mal auf. Achso, das beanspruchen noch, dann nimmst du dir noch was zu essen und ich gucke weiter zu Tanja. Tanja, male. Mal um dein Leben. Dann kannst du irgendwo. Oh, noch eine Beförderung. Ach du Schande. Candy, yay! Candy ist zu Meisterin der Verspottung befördert worden. Na super. Sie ist. Oh, sie hat auch ein. Ja, 86 Simoleons pro Stunde. Jetzt 258 pro Stunde bekommt sie nun. Auch wiederum einen Bonus über 2000 bekommen und einen Wandspiegel ein Stern. Sie muss jetzt nur noch 3 Tage arbeiten und das jeweils von 16 bis 23 Uhr.
Dann gucken wir uns mal den Wandspiegel an. Oh ja, der ist süß. Und Nala kommt nochmal an. Und hat, glaube ich, irgendwie Lust zu spielen hier. Huch, ich wollte den Hasen nicht. Was ist los? So, Moment. Ich denke, den kriegst du auch in dein Zimmer, oder? Bei, du hast schon ein Spiel. Ach nee, vielleicht. Ja, cool. Da passt er doch super hin. Ja, cool. Kenny. Was musst du jetzt aktionsmäßig machen? Immer noch Auftritte schreiben. Du bist jetzt Level 8 ebenfalls. Okay. Comedy-Fähigkeiten, Charisma-Fähigkeiten. Oh Gott, die müssen wir noch voll ausbauen. Na gut. Aber du bist auch erstmal müde, dann auch du erstmal ins Bett. Was habe ich denn? Samstag, da musst du wieder um 16 Uhr arbeiten. Okay. So. Okay. So, Tyler, wo bist du? Unser kleiner, süßer Fratz hier. So, der ist ja irgendwie hier bei den Abtrünnigen dabei und naja gut, die Abtrünnigen finde ich jetzt eigentlich gar nicht mal so berauschend und so interessant, muss ich gestehen. Hatten wir nicht mal auch eine Gruppe gehabt? Achso, das habe ich glaube ich schon mal erwähnt. Da gab es eine Gruppe mit nur Kids oder so. Aber egal, das macht jetzt nichts. Du kannst hier auch gerne bei den Abtrünnigen weitermachen, wenn du magst. So. Ja, momentan eigentlich gar nicht viel los, weil unsere Tanja einfach echt malen muss. Aber da sie halt sprunghaft ist, will ich, dass sie das jetzt endlich schafft und dann kann sie sich irgendeinem anderen bestreben dann endlich mal. Was ist denn das? Zwei Leute, die angeln, okay? Ach, auch nur ausgezeichnet, okay. Ich glaube, du musst mal irgendwas anders machen gerade. Geh mal schlafen. Es ist ja immerhin mitten in der Nacht. Ich würde auch mal gerne irgendwie das Sammelzimmer mal wieder ein bisschen weiter befüllen. Das fände ich irgendwie auch cool. Was machst du denn da, Tyler? Ach so, hier oben ist auch noch ein Teller. Da hat wahrscheinlich wieder irgendjemand hier oben gegessen von deinen lieben Mitbewohnern hier. So, das Bild ist fertig anscheinend. Das können wir hinhängen. Dann müssen wir uns mal ein bisschen um ihn kümmern vielleicht. Oh, er braucht noch irgendwie... Ah, genau. Kreativität. Dann zeichne doch mal noch ein Fahrzeug. Kannst du noch mal zeichnen. Ich hoffe mal, dass dir das Spaß macht. Schauen wir mal gleich. Die drei, die... Wo ist er denn jetzt hin? Ach so, der ist nach unten. Hey, komm, ich räume das hier mal vielleicht weg. Oh Gott, die Kühe. Nein, die Kühe müssen was essen. Könnte mal jemand aufstehen? Levelaufstieg, oh mein Gott. Jetzt bin ich fast erschrocken hier. Levelaufstieg. Die Kühe. Oh, die Kuh schaut schon irgendwie total... Ich weiß auch nicht. Yuki, steh mal auf, du bist am nächsten. Hier, fütter mal die beiden Kühe. Oh mein Gott, und der ganze Garten, der schaut hier aus wie... Ich weiß nicht, guck mal, bewässer mal und so. Bewässern und... Alles ernten. Komm, Tanja, du könntest auch mal kurz helfen. Bewässern. Ach, hier, guck mal, Garten pflegen. Kann ich doch bei dir weiterentwickeln. Weiterentwickeln. Das geht nicht zum Weiterentwickeln. Das hier schon. So, komm, steh mal auf. Du hast ja sonst nichts zu tun. So, die Kühe sind gerettet. Gott sei Dank. Ich habe überhaupt nicht mehr an die gedacht. Meine Güte. Yuki, wie geht's dir? Okay, na dann kannst du dann, wenn du draußen fertig bist, auch erstmal was essen. Warte mal, ja, erstmal was essen. Und dann würde ich sagen, kannst du vielleicht nochmal, keine Ahnung, eine erfrischende Dusche vielleicht nehmen. Meine Katze macht immer Sachen und sagt, yeah, ich will spielen. Du sollst mit mir spielen. Genau. So, ich habe hier ja noch... Achso, wir sind gerade am 260 Simoleons für Glühorb. Das sind ja... Boah! Da hat man überhaupt keine Geldprobleme mehr. So von jetzt auf nachher, ja. Das waren mal schlappe 9000.
Und, ach, 208, die Drachenfrucht, hat es auch in sich. Ja, krass. So, da haben wir jetzt schlapp gleich 37.000. Krass. Hä? Ja, ich glaube, da... Ich muss gleich echt nochmal eine Runde mit Nala spielen hier. Tyler! Kann er eigentlich auch irgendwas im Garten machen? Es gibt doch irgendeinen Jungen, der ist in diesen Gartenzwergen dabei. Macht der nicht auch Garten? Gott, jetzt spielt er mit der Kuh. Aber ich glaube, Kinder frisst die Kuh nicht, ne? Also egal unter welchen Umständen. Nein, nicht Blickblock spielen. Kannst mal Hausaufgaben machen. Die hast du wahrscheinlich auch noch nicht gemacht. So, jetzt gucke ich mal kurz. Guck mal, das hat er hier auch schon. Ja, Nala. Guck mal, das kannst du aufräumen. Tee. Ja. So, Tanja. Genau, Tanja macht hier noch ein bisschen weiterentwickeln. Also wir haben ja einige Pflanzen dabei gehabt, die, wo man das gar nicht mal machen muss. Weil sie schon perfekt sind. Und, so, Yuki, du hast auch schon einiges noch eingesammelt und so. Danach kannst du noch duschen gehen und... Ah, Spaß. Yay. Ja, was gibt's Schöneres, als die eigene Aufgabe zu machen und ich sag immer bei ihr, die Zuflucht mit Modus. So, und jetzt habe ich auch mal Nala hier hochgeholt. Aber... Sag nochmal was. Sag nochmal was. So. Ja, die... Mit Bild wäre es natürlich dann auch jetzt gerade noch ganz gut gewesen, sie mal kurz zu sehen. Aber okay. So. Öfter mal was Neues. Von der Katze moderiert hier. Okay. Tanja, was machst du? Achso, du guckst hier irgendwo was. So, du wirst jetzt nochmal verwenden, spülen und du kannst uns natürlich was kochen. Und zwar ein Gourmet-Menü. Du machst uns mal Butternut-Nudges für alle vier eine Portion. Das müssen ja nicht, muss ja nicht so viel sein. So, wie weit ist Candy? Boah, Tyler. Wo bist du jetzt eigentlich, Tyler? Wo ist er denn? Ach, da ist er. Er macht hier unten Hausaufgaben. Okay. Komm, Candy, ich möchte, dass du aufstehst. Aber sie kann momentan, glaube ich, sowieso nicht in die Bäder, weil beide Bäder besetzt sind. Ich bin ja mal geneigt, eigentlich hier mal irgendwie so... Ja, komm. Was? Wo willst du denn hin? Hä? Tanja? Genau, du musst... Die wollt jetzt hier durch, oder? Genau, ich möchte nämlich jetzt gerade gerne eine neue Badewanne. Guck mal, 25 Wanne der Wonne. Mehr kriegen wir gar nicht mehr dafür. Und ich würde gerne Sanitär, Badewannen. So, warte mal, das mache ich mal gerade weg. Und zwar die hier. Die finde ich nämlich absolut cool und ich kann auch einfach nur duschen. Okay, was für eine Farbe nehmen wir denn? Blau? Warum kriege ich die nicht hier rein? Die kriegen wir rein. Irgendwie kriegen wir die hier rein. Die finde ich jetzt gar nicht so schön. Rosa. Für die rosa Mädels hier. Gelb. Das ist mal was anderes. Komm, ich nehme jetzt mal gelb. Und ich muss, glaube ich, wahrscheinlich mal gucken. Genau, ich habe hier da noch andere Sachen hängen. Das hier und das hier. Und dann kann ich vielleicht... Warte. Moment. Das hier dran machen. Das kann man im Grunde hier oben lassen. Das würde ich jetzt hier nach unten hängen. Und warte mal, dann... Das ist natürlich auch doof. Aber das kann ich auch nach unten hängen. Wobei, das hänge ich vielleicht sogar... Komm schon mal um. Um die Ecke, genau. Hier hin. Super. So. Wobei es natürlich... Das ist irgendwie so ein totes Eck jetzt hier irgendwo, ne? Blöd.
Soll ich es mal... Nee, das geht nicht. Egal. Aber weil ich gerade so da bin, gucke ich mal, haben wir da noch eine andere Farbe? Kein Gelb dabei. Dann nehme ich Rot. Wie sieht es hier aus? Nee, da bleibe ich bei dem Gelb. Hier? Grün könnte ich machen. Nee. Da? Nee. Okay. Und weil es so schön ist, gucke ich mir gerade noch mal die Fliesen an. Fliesen. Da wäre natürlich jetzt auch was Gelbes eigentlich echt cool. Ich habe keine Ahnung, ob wir was Gelbes irgendwie hier hätten. Das will ich nicht. Das schaut doof aus. Blöd. Dann nehmen wir doch einfach das Zeit für Freunde. Und guck mal, welches nehme ich? Das hier. Warte. Ups. Ach, komm schon. Genau. Supi. Yay. Das ist doch schön. So, und Fliesen haben wir hier auch noch eins Zeit für Freunde, weil ich bin hier jetzt gerade bei Zeit für Freunde. Von daher passt das doch super. Was Rotes? Warte mal. Oder wäre schöner hier oben einfach nur. Nö, ich fand eigentlich das in der Mitte auch ganz schön. Aber ich glaube nicht... Ja, genau. Sieht ein bisschen einheitlicher aus. So, jetzt haben wir mal ein neues Bad. Und ein was fehlt mir in dem Bad aber noch. Ach, manchmal baue ich einfach auch gerne oder kaufe neue Sachen hier ein. Mir fehlt noch ein Badevorleger irgendwie. Welche Farbe? Was sieht aus eigentlich wie ein Badevorleger hier? Das ist manchmal auch so. Die Frage, guck mal, das ist so groß wie das ganze Bad. Da muss ich irgendwie kleinere nehmen. Die hier. Liebkosungsteppich. Okay. Ja, das sieht auch eigentlich ganz gut aus. So, und hier vor die Toilette auch nochmal, oder? Sieht zwar ein bisschen komisch jetzt miteinander aus, aber komm, und ich mache hier mal was Rotes jetzt rein. Ja, komm, das da. So. Ja, komm. Manchmal muss man mal so ein bisschen das ein oder andere machen. Ich weiß immer noch nicht. Irgendwo gibt es doch auch diese Toilettenpapierhalter, ne? Müsste ja eigentlich irgendwo sein. So, Tyler, was machst du? Mit drei Spielsachen spielen. Jetzt warte mal. Hier, guck mal. Öffne mal und spiel mal hier. Spielen. Gehst du hin? Nein, nicht Blickblock spielen. So, was machst du? Habe ich dir nicht gesagt, du sollst was kochen? So, nochmal Gourmet-Menü. Butternut Nutschies. Oh, jetzt habe ich 8 gemacht, egal. Blöd. Yuki! Yuki macht voll Spaß und sie hat gerade erst begonnen, aber irgendwie die Leiste ist zumindest schon voll, aber okay. So. Ja. Oh, warum hat die schon wieder Hunger? Das gibt's doch nicht. Hä? Die ist zuvor erst gefüttert worden. Okay. Dann würde ich mal sagen, du gehst nochmal runter füttern und dann gehst du eine Runde eine dampfende Dusche heute mal. Und dann gibt es vielleicht schon was zu essen, wenn Tanja fertig ist. Und ich sage jetzt erstmal einen Tschüss und Goodbye. Lass es dir gut gehen. Lass mir gerne einen Kommentar hier oder und einen Daumen nach oben, wenn es dir gefallen hat. Und bis zum nächsten Mal. Eure Saki Naito. Ciao, ciao.